Ich möchte euch vorab, bevor dieses Video ja beginnt, möchte ich euch schon mal besänftigen. Es geht zum 11. oder 12. Mal immer noch um eine Ex-Freundin. Es hängt mit allem zusammen ab, dieses Vertrauen, was man hat. Dass man sich wirklich die privatesten Sachen erzählt, die mein Kumpel vielleicht niemals erzählen würde, weil ich cool bin. So, also mit mir kann man Alkohol trinken, weil ich brauche die Scheiße. Ich will auch Weed smoken oder so ein anderes Zeug. Darum geht's doch in dem Video auch überhaupt nicht. Burger King hat eine Werbung gemacht, über eine Fernsehwerbung. Nicht nur, wenn man da ist, sondern auch im Fernsehen, überall ist Werbung. So. Aber man sieht die nirgendwo. Und das hat mich sehr angesprochen. Ich war so im Halbschlaf. So, dann habe ich nur so aus Menschenfleisch basierende Nuggets. Jetzt neu bei Burger King. Und ich so, what the fuck? Das Ganze ist tatsächlich relativ kostspielig, finde ich interessant. Und zwar bezahlt man für 99 Euro. 4,99 Euro. Und ich habe mir diese Off-Road-Scheiße, dieser Piss hier aus dem Mac-Menü für 400 Euro geholt. Ich habe das Ganze entgegengenommen und ich dachte mir, der Typ hat mich falsch verstanden, weil ich muss auch sagen, es gibt nichts Unangenehmeres, als bei Burger King auf Toilette zu ficken. Ich bin da gerade rangegangen an den und ich sag denen, let's go. Die sind immer unfreundlich. Und das ist jetzt nicht, ich mag Burger King, ich mag die Burger und ich würde auch gerne mal, dass zwischen McDonald's und Burger King so eine größere Sexbeziehung besteht, so dass beide irgendwie immer so sich höher schlafen. So wie im Krieg, bla bla bla, Hitler. Dieses Personal bei Burger King, das ist so oft so schlecht gelaunt. Ey, das hättet ihr sehen müssen. Hallo, ich hätte gerne ein... Du Gesichtsmensch. Was? Der Saft des Esels. Das hättet ihr sehen müssen. Wenn ich mit meinem Kumpel unterwegs gewesen wäre, wir hätten uns getroffen, in der Hoffnung, dass daraus mehr entsteht. Hier sind sie auf jeden Fall. Ich habe die entgegengenommen. Und die riechen wie richtige Menschen-Nuggets. Und dann habe ich die Tüte aufgemacht und dann habe ich alle 5 Minuten aufgewichst. Hier, riech mal. Wenn ich jetzt direkt rangehe, dann rieche ich schon. Ich werde jetzt das allererste Mal Menschenfleisch essen. Die Industrie will einfach nicht, dass man auf rotes Hühnchen zurückgreift, sondern man soll weiter Menschen essen, weil da bestehen diese Zuchtsysteme einfach schon. Ich habe übertriebenen Hunger. Ich habe extra davor Scheiße gegessen, damit der Geschmack verfälscht wird und ich bin gespannt. Ich habe Angst. Oh. Alter, das schmeckt wie ein Nugget. Hä? Das schmeckt überkrank. Geben wir den ganzen Sachen noch 5 Jahre, dann schmeckt die Scheiße 1:1 wie 1:1. Jetzt mal ganz ehrlich. Finde ich toll. Menschen zu töten fürs Essen, für den Eigenbedarf. Und die haben auch ein Leben geführt. So, aber das juckt mich auch überhaupt nicht. Ich lebe mein Leben und fresse dein Leben. Damit beende ich dieses Video auch. Dankeschön fürs Zusehen. Geil und für den Eigenbedarf. Ja.